Was soll ich sagen? Es geht alleine weiter. Ich wollte ja mit meinem Bruder Albert und meinem Freund Kojo mit dem Tesla nach Afrika fahren. Wir haben es zusammen bis nach Barcelona geschafft. Albert ist die Zeit ausgegangen und er muss zurück zu seinem Sohn. Kojo hat am Tag der Abreise festgestellt, dass sein Reisepass abgelaufen ist und konnte auch leider bei der deutschen Botschaft in Barcelona keinen neuen Express-Reisepass bekommen. Es ist bitter, es ist verrückt, aber ich bleibe bei meiner Aussage von vor der ersten Etappe. Und wenn ich es alleine machen muss, ich werde in Afrika ankommen. Road Trip. Solo Road Trip jetzt. So ist es, wenn man Freunde und Familie hat, die keinen Reisepass besitzen. Ich habe aber eine gute Mission heute. Und zwar will ich, muss ich, darf ich Katharina mein Model 3 Dreamcase schenken. Ihr seht, ich habe hier hinten schon das fürs Model Y, also Premium Autobett. Und sie hat jetzt eben ein Model 3 und ist jetzt mit ihrer Familie in Valencia. Ich fahre jetzt auch nach Valencia, gebe ihr das Dreamcase. Valencia ist ja auch Richtung Süden, also genauso muss sein. Dann schauen wir einfach mal weiter, wie es sich dann dort entwickelt, wie ich weiterfahre, ob noch irgendjemand irgendwann kommt oder ob ich jetzt auf mich alleine gestellt bin und allein nach Afrika fahre. Navigate to Valencia. Vom schönen Barcelona ins auch sehr schöne Valencia. Boah, wie man hier die Fingertapse sieht, das ist hier ekelhaft, wenn die Sonne so drauf scheint. Boah. Ugh. Now turn right. Gut, hilft nichts. Also, auf, yo, was ist das? Was ist das? Was ist dieses Symbol? Da ist ein Supercharger. Temporary Closure. Der Supercharger ist temporär gesperrt und das Auto will mich dahin navigieren. Krieg ich jetzt hier die ersten Ladeprobleme. Also auch so ein bisschen der Check, wie gut du mit dem Tesla Richtung Süden kommst, wenn du die Supercharger nutzt. Ja, aber warum zur Hölle will das Auto mich an einen Supercharger schicken, von dem es weiß, dass er gesperrt ist? Stellt euch mal vor, ich sehe das nicht und fahre einfach hin. Was ist das denn? Okay, hier ist auch noch einer, der aber gerade vollkommen belegt ist. Also da gibt es nur zwei Stationen an dieser ganzen Anlage, die alle gerade belegt sind. Ja Leute, was ist denn das? Jetzt werden mir hier Steine in den Weg geworfen. Und ich habe keine Freunde, die mir beim Tragen helfen. Was? Andere Option ist natürlich, direkt noch ein weiter zu kommen, aber das ist wahrscheinlich zu weit. Ah Leute, ich fahre jetzt einfach los. Irgendwie wird sich schon eine Lösung finden. Auf geht's. Also Autopilot fährt und dieses Auto ist ein sehr schönes Auto. Was glaubt ihr, ist es? Richtig! Ein Fiat 500e! Das ist doppelt schön. Einmal, weil es das Elektroauto ist, was mein Bruder fährt. Und auch, weil man hier in Spanien so wenig Elektroautos sieht, dass wenn man mal eins vor sich hat, das schon was ist, was man wirklich bewusst wahrnimmt. Also München zum Beispiel, allein die Tesla-Dichte ist der Wahnsinn. Also man grüßt sich da auch nicht oder so. Das ist einfach, es gibt zu viele. Ich habe jetzt in Barcelona, siehst du vielleicht am Tag, einen Tesla, würde ich sagen. Und vielleicht irgendwie noch ein, zwei andere Elektroautos. Das war's. In Deutschland ist ja mittlerweile, gehört zum Straßenbild dazu. Ticket Time or Money Time? Money. 7 Euro. Money, wach. So, ich habe mir eine Lösung überlegt für mein Supercharger-Problem. Ich habe keinen Bock, zu einem Supercharger zu fahren, der temporär geschlossen ist. Und ich habe auch keinen Bock, zum Supercharger zu fahren, der in der Nähe von einem ist, der temporär geschlossen ist und nur zwei Stationen hat, wo gerade eben viel los zu sein scheint. Deswegen ist jetzt meine Lösung zu Hypermeilen. Ich versuche, hier sind diese beiden problematischen Supercharger, ich versuche die beide zu überspringen und da jetzt hinzufahren. Das wird eng. 144 Kilometer habe ich drauf. Das Auto meint, ich komme nicht an. Auto sagt, geht nicht, schlechte Idee. Mei, ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen 90 km/h fahren, 100 km/h fahren, Klimaanlage ein bisschen drosseln und ich beobachte mal, wie es sich entwickelt. Ich will das jetzt schaffen, weil ich dann einfach keine Ladeprobleme habe. Und mir ist lieber ein bisschen langsamer zu fahren, als irgendwo an einem Supercharger zu sein, wo ich warten muss. Das ist mir in meinem Leben dreimal passiert, dreimal fünf Minuten muss ich bis hier an Supercharger warten, also ist gar nichts, perfekt. Und ich will nicht, dass ich heute irgendwie so fünf Autos vor mir in der Schlange habe, mit einem Supercharger mit zwei Stationen. Gar keine Lust drauf. Hypermiling. Oh ja. Schon wieder. 4 Euro jetzt.
ich habe einen Bruder im Geiste gefunden. Alter. Wie schnell ist das Mann? Was glaubt ihr, wie schnell das ist? Ja, 50. Dicky, die ist Autobahn. Eieieiei. Der Brie hat Probleme. Bam, bam, bam. Noch 100 Kilometer im Akku und ich muss damit noch 83 weit kommen. Das entwickelt sich gut. Also ich fahre echt diszipliniert langsam und das zeigt immer wieder, dass man die Reichweite schon gut beeinflussen kann. Gut, jetzt bin ich noch nicht angekommen, also immer unter Ruhe, sind noch über 80 Kilometer und man weiß, wenn man 100 Kilometer angezeigt bekommt vom Elektroauto, dass man 100 Kilometer eigentlich nur im Sommer schafft, wenn man auch sich Mühe gibt, das zu schaffen. Im Winter keine Chance eigentlich und im Sommer auch nur mit eben angepasster Fahrweise. Aber das mache ich ja. Also optimistisch bleiben. Werde mutig, Freunde, es sind noch 50 Kilometer im Akku und ich fahre rasante 111, weil ich muss nur noch 40 Kilometer weit kommen. Es geht noch ein bisschen bergab. Das läuft! Ich rolle zu meinem Ziel-Supercharger. Das wird was. Und da ist das Meer. Boah, man sieht es halt null, aber es ist da, wie die Karte verrät. Geil! Coole Strecke! Oh ja, mit 6 Restkilometern, so muss es sein. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, immer wenn man mit 6 Restkilometern an eine Ladesäule rollt und alles funktioniert, ist man einfach nur dankbar und glücklich. Ne? So, Punkt. Jetzt war ich auch gerade im Restaurant drinnen, ist scheinbar auch 24 Stunden offen, musste aufs Klo. Essen war sehr trashy, nur so Billo-Sandwiches, obwohl es ziemlich groß ist und ich schon mal keine vernünftige Küche. So, verzichte ich drauf, war ich auf Valencia. Und hier auch einige Supercharger, plus noch andere Ladestationen, also schnelle Ladestationen. Sehr cool. Ach, hier ist so viel Müll, Mann, das ist doch ekelhaft. Ey, hier überall alles voll Müll. Es gibt einfach kaum Mülleimer. Also es gibt einen da, neben meinem Auto. Und ansonsten ist halt hier alles voll Müll. Boah, finde ich schon ein bisschen schade. Ich bin hier 20 Minuten weg, aber das finde ich nicht so. Das ist so, jetzt kommt der Deutsche mir raus. Der Alman Alex muss einmal hier letztens im Ausland. Ist Kerzi nicht so kurz, sie fix reimt euren Dreck auf. Oh, jetzt habt ihr es gehört. Weiter geht's. Zeit für meinen Kanalpartner Lichtblick, denn mit Lichtblick zusammen entsteht diese ganze Afrika-Abenteuerreise. Und Lichtblick ist eine wirklich coole Firma, die für wahrscheinlich alle von euch interessant sein kann, denn jeder verbraucht ja Energie und Lichtblick kümmert sich eben um klimaneutrale Energie. Und das schon seit über 20 Jahren und aktuell für 1,7 Millionen Menschen. Ich war auch schon in Hamburg, habe Teile vom Team kennengelernt und die sind wirklich einfach mit Leidenschaft dabei. Die leben dieses Thema klimaneutrale Energie. Also einfach, ja, wie wir mittlerweile auch sehr, sehr gut sehen, ein sehr wichtiges Thema. Und konkret bedeutet das, dass man dort eben 100% Ökostrom bekommt aus Sonne und aus Wind. Auch gibt es klimaneutralen Wärmestrom und sie helfen einem auch, eben klimaneutraler und unabhängiger zu leben, indem sie Solaranlagen für das heimische Dach anbieten. Und natürlich gibt es vieles für den Elektromobilisten, wie zum Beispiel Wallboxen, mit denen man sicher und schnell zu Hause sein E-Auto laden kann, auch mit dem eigenen Solarstrom vom Dach. Auch gibt es Stromtarife für den Elektromobilisten. Ja? Also wenn man dann eben sein E-Auto zu Hause lädt, hat man natürlich einen Mehrverbrauch. Da gibt es eben einen Tarif, der das sehr gut abdeckt. Ich kann euch auch empfehlen, mal die Lichtblick-App runterzuladen. Da findet ihr erstens weitere Infos und dann gibt es in der App einen CO2-Rechner. Also kann man sehen, wie groß der eigene CO2-Fußabdruck ist. Und vor allem sieht man eben auch, wo das meiste CO2 anfällt. Das gibt dann vielleicht so ein bisschen Inspiration, wo man im Alltag CO2 einsparen kann. Auch verlinke ich euch in der Beschreibungsbox die Videos, die ich mit dem Markus zusammengedreht habe. Der ist nämlich Jurist bei Lichtblick und fährt seit vielen Jahren wie ich Elektroauto. Wir haben ihm so eine Videoreihe aufgenommen, wo wir um alle möglichen Themen rund um die Elektromobilität reden, wie zum Beispiel Mythen zu Elektroautos oder welche Elektroautos gerade spannend sind, allgemein wo die Reise mit den E-Autos gerade hingeht. Alle wichtigen Links in der Beschreibungsbox verlinkt. Checkt Lichtblick aus und jetzt geht's weiter Richtung Afrika. Das fühlt sich schon gut an, wenn man wieder auf der linken Spur mitspielen darf. Richtig mit 120 hier rasen. Wow! Ja, läuft gut die Fahrt. Noch so eine Stunde nach Valencia. Und dann so ladetechnisch, ach, keine Ahnung, es gibt um Valencia herum auch Supercharger, muss ich mal schauen. Ich habe genug Energie getankt, um anzukommen. Und dann freue ich mich erstmal, Katharina einen Dreamcase schenken zu dürfen. Und dann essen. Dann wahrscheinlich irgendwie entweder da pennen oder weiterfahren. Mal schauen. Ah, Mist, ich bin zu weit gefahren. Die sind scheinbar ziemlich nördlich von Valencia oder am Nordzipfel von Valencia, keine Ahnung.
Und ich habe auf Valencia im Navi gehabt und bin auf gefahren. Und dann ist mir irgendwie so eingefallen, ah ja, in einer halben Stunde bin ich in Valencia. Komm, ich gebe mir die genaue Adresse ein und zack, bumm, muss ich schon umdrehen. Also fahre ich hier ein bisschen extra Kilometer. Zum Glück habe ich gelacht. Also, meine Passsituation ist ein bisschen komplizierter. War jetzt alles mega Hack-Mack. Pass am Regensburg, haben die jetzt gesagt, okay, können wir machen. Ich bin jetzt da hingefahren und ja, wir werden gleich sehen, ob es klappen wird und ich mich der Reise noch anschließen werde. Wish me luck. Hälfte gesperrt. Schönen guten Morgen. So, wir sind an den Supercharger gerollt. Ich habe noch ein letztes Mal auf meiner alten Dreamcase-Matratze geschlafen im Airbnb von Katharinas Familie. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt geht es an dich über. Problem, du hast nur ein Model 3, was nicht so viel Platz hat wie mein Model Y. Das ist so. Du hast schon mal alles ausgeräumt. Ja, also hier vierköpfige Familie, Model 3 und jetzt noch die fette Dreamcase-Matratze. Wir probieren's, okay? Ja, let's go. That's the way I like it. You're doing it, I'm just filming. Okay. Oh cool. Congratulations. You have a Dreamcase now. That's the Dreamcase. Wahnsinn, ey, so ein Model 3 ist schon auch, hat schon auch Platz, so ist es nicht. Also kein Vergleich zum Y, aber geht. Vierköpfige Familie mit Dreamcase. Ja. Wenn ihr jetzt zu viert im Auto schlaft, dann seid ihr Helden. Hi Katharina and family. So, Katharina ist weg mit ihrer Familie, Problem. Mein Tesla-Schlüssel ist bei ihrem Auto, ich telefoniere mit ihr, blablub, wird alles geregelt. Und dann hier gerade noch zwei deutsche Model X-Fahrer gekommen. Jawohl, grüß euch. Servus. Hi, hi. Richtig geil, wir haben gerade nett unterhalten. Flügeltüren einmal auf und zu, weil ich es einfach immer liebe. Und ihr seid auch in Spanien. Genau. Jetzt schon mehrmals, aber hier in Sagunto zum zweiten Mal jetzt. Du hast gemeint, der Supercharger ist neu. Ja, relativ neu, ja. Und ob das jetzt hier irgendwie noch, was damit los ist, warum es gesperrt ist, weißt du wahrscheinlich auch nicht. Oder? Nö, ich denke, die kommen dann, wenn sie merken, dass hier Traffic ist. Okay. Ja. Hast du gestern hier was, waren da andere Teslas da oder auch nichts? Doch, haben wir auch Model Y, Model 3 ja? gesehen. Ja. Ja. Genau. Deutsche oder? Nee, Spanier. Spanier. Und ein Brite. Ah, ja. Ah, cool. Ja, stark. Hab mich gefreut. Ebenso. Gute Zeit euch in Spanien. Ich Dankeschön. Muss meinen Tesla-Schlüssel wiederfinden. Ja, man macht das. Bis dann. Ciao, ciao. Es hat geklappt. Mittwoch habe ich das Ding. Heute ist Freitag. Mittwoch hole ich den ab und dann kann es wieder rübergehen zu Alex. Yes! Geil, geil, geil! Ich konnte Katharina eine Freude machen mit dem Dreamcase, habe meinen Autoschlüssel zurück und Kojo hat einen Reisepass und kann mit nach Afrika kommen. So, so stark. Jetzt also ein paar Tage alleine in Valencia. Ein bisschen sporteln, ein bisschen arbeiten auf der Parkbank. Und dann bin ich noch zufällig in ein Gespräch gekommen mit jemand, der tatsächlich schon mal mit dem Auto in Marokko war. Leute, so gut, ich chill hier auf einer Parkbank, esse gerade mein Burrito, will gerade meinen Laptop rausholen. Kommt hier der Heli angedüst und meint so, wir kennen uns nur vom Basketball. So dies, das, kenne mich auch vom Grip. So, ne, stattliche 2 Meter Basketballfigur. So, wir schnacken so 10 Minuten, alles cool. Dann meine ich so, ey, ich fahre nach Marokko weiter. Du so, ich war schon in Marokko mit dem Auto. Ja. Okay, was hast du mir gerade gesagt? Ich konnte nur die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist in Marokko muss man aufpassen. Beim Autofahren, und hier geht es ja ums Autofahren, ja. Da sollte man aufpassen. Okay. Und ich weiß ja, dass du einen Tesla hast. Mhm. Aber du hast ein europäisches Kennzeichen und ich denke, du wirst gut durchkommen. Die passen dann besser auf mich auf, meinst du? Die passen besser auf dich auf. Aber so ein bisschen Blechschaden, sagst du, kann das schon mal passieren? Kann durchaus passieren. Meinst du, Leute überholen ein bisschen verrückter überholen, als in Europa? Überholen, so? Ohne Blinker, fahren viel zu schnell und oft auch ohne Licht am Abend. Aber wenn man alles zusammenrechnet, ist Marokko trotzdem ein Traumland. Das will ich erleben. Ja, du wirst das auch. Geil. Geil, Hedi. So, 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 so gut. Ich hatte eine schöne Zeit in Valencia.
hinten hier im Hotel und auch gratis Parkplatz hier gefunden. Sehr angenehm. Und das Angenehmste überhaupt, Kosche kommt wieder. Er hat sich in Deutschland um seine Reisepass-Situation kümmern können, hat einen Reisepass wieder, fliegt nach Malaga, weiter geht's, ab nach Afrika mit Kosche. Alleine wäre schon nicht ganz so geil. Schon Bock, was zu teilen auch, ne? Navigate to Malaga. Care of Dr. Nicasio Benloch. Okay. Sieht so aus, als würde ich direkt hier in Valencia nochmal einen Supercharger nehmen, weil der Akku nicht voll genug ist. Na gut. Laden, jetzt kann's losgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind Windräder. Cool, dass die das hier auch haben auf dem Hügel. Man sieht in Spanien nämlich recht wenige grüne Energie eigentlich im Vergleich zu Deutschland. Aber hier dann doch ein bisschen was. Und es ist schon auch einfach extrem schön, oder? Hier eine ganz andere Landschaft. Richtig geil zum Satz sehen. Mal kurz zur spanischen Autobahn. Ne? Absolut in Ordnung hier die Straßen. Und ich dachte irgendwie, zu wissen, dass das hier viel Geld kostet, so wie in Frankreich auch. Ich habe hier lange kein Geld mehr gezahlt. Also richtig angenehm. Und das, was wir gezahlt haben, das waren auch nur so ein paar Euros. Also nicht annähernd so schlimm wie in Frankreich. Was mich so ein bisschen nervt, ist dieses Tempolimit 120. So ist einfach, boah, so ein großes Land auch. Und in der Schweiz klar auch 120 oder bist du im Gefühl 2 Stunden durchgefahren. Ey, ich muss eigentlich gar nicht mehr nach Afrika fahren. Es ist so heiß hier, brutal. In diesem Supercharger bei der Mall ist keiner außer ich. Und es gibt auch noch andere Ladestationen und eben den Basketballkorb-Mülleimer. Ich will noch das Problem zeigen hier in Südspanien. So, schaut mal hier. Ich habe jetzt schon 260 wieder drauf, 140 schon nachgeladen. Heißt, ich bin mit so 120 Kilometern Restreichweite angekommen. Da würde ich normalerweise eigentlich gar nicht laden wollen. Aber die Supercharger-Dichte in Spanien, in Südspanien, ist relativ gering. Sie ist gut genug, dass ich immer recht problemlos von Supercharger zu Supercharger komme. Aber es ist nicht so wie in Deutschland, wenn ich jetzt die A9 von München nach Berlin fahre, habe ich irgendwie alle 100 Kilometer einen Supercharger. Also wirklich ungelogen. Hier, schaut mal, um Nürnberg rum sind allein 3 Stück. Und das habe ich halt hier unten nicht mehr. Und da musst du halt manchmal auch laden, wenn du noch gar nicht laden willst unbedingt. Und das verlangsamt so ein bisschen den Fluss von dem Roadtrip. Ich bin wirklich glücklich, als ich vor 6-7 Jahren Tesla das erste Mal gefahren bin, gab es in Spanien nicht einen einzigen Supercharger. Jetzt kann ich bisher ziemlich problemlos bis nach Südspanien fahren. Ich merke nur, die Supercharger-Dichte nimmt ab. Man muss so ein bisschen mehr planen, wann man wie lädt und es ist nicht immer ganz optimal von der Restreichweite. Fertig geladen, Navi meint, ich komme da nicht an, wo ich ankommen will mit 351 Kilometern. Würde ich im Idealfall gerne den Supercharger hier überspringen. Das ist das Problem mit der Supercharger-Dichte hier. Ich will gerne bis nach Granada kommen. Von da ist nicht mehr weit nach Malaga. Probieren wir es. Ich fahre langsam. -9%, sagt das Auto beim Busfahren. Ah, der Supercharger-Stopp tut ein bisschen weh, der ist nervig, der ist unnötig. Also, er ist nötig, aber ich bin halt hier mit 100 Kilometern angerollt, muss halt noch 140 fahren. Also ich brauche jetzt echt nicht viel. Das ist so ein 5-Minuten-Stopp. Und zum Glück ist der Supercharger direkt an der Autobahn. Also man fährt hier einfach raus, zack, bumm, 5 Minuten laden und dann geht es direkt wieder weiter. Von daher schon okay, aber das sind so ein bisschen nervige Supercharger-Stopps. 4 ist irgendwie eine zu viel heute, aber hilft nichts, jetzt ist es so. Passt, weiter geht's. Aber was ich noch erzählen wollte, beim Supercharger, beim Einkaufszentrum, habe ich ein bisschen Basketball gespielt, während das Auto geladen hat.
Und dann kam so ein Typ, hat so Hände aufgehalten, ich passe ihm so den Ball, so zocken ganz kurz, kommt ein bisschen ins Gespräch. So, ich liebe das an Sport, dass Menschen einfach verbinden. Ne? So, wenn ich keinen Ball dabei habe, so nicht gerade rumdribbel, kommen wir nie ins Gespräch. Und so ist einfach zack, zack, netten Schnack gehabt. So. Und dann fragt mich so, woher ich komme. Ich meine, ich komme aus Deutschland, aber ich fahre gerade nach Marokko. Er so, was, Marokko? Ich bin Marokkaner. Also auf gebrochenes Englisch natürlich, konnte leider kein Französisch. Und also mein Französisch ist auch nicht so gut, aber besser als sein Englisch. Und er gemeint, richtig schön, top Land natürlich. Und aber ich soll aufpassen. Er ist nochmal extra zurückgekommen. Er gemeint, ey, so, da sind Taschendiebe, dies, das, musst du echt aufpassen, so Marrakesch. Aber ansonsten, top Land, hat er gesagt. Vorfreude steigt, gleichzeitig natürlich auch, ne, muss man so eine Reise auch ein bisschen mit Kopf machen und sich in keine dumme Situation begeben. Sagte er und von der Seite nach Afrika. Granada Supercharger, Servus, 49 Restkilometer. Zeit für die vierte und letzte Ladung. Jetzt von mir. 540, okay. Tunnel? Für einen Tunnel? Ich glaube, für einen Tunnel habe ich gezahlt. Das war's? Das Ding war keine 500 Meter lang. Warum kostet der Geld? Wegen der coolen Beleuchtung? Okay, whatever. Ah, hier kommt also nochmal ein zweiter größerer Tunnel. Jetzt macht's Sinn. Zack, ich habe es nach Malaga geschafft. Gerade meinem Kumpel Andreas hier noch einmal essen. Hey. Er zeigt mir einmal kurz Malaga. Und Andreas, Malaga hat für mich auch eine besondere Bedeutung. Das ist, ich wurde hier vielleicht gezeugt, Wow. Sagen meine Eltern. So, deswegen machen wir es hier einmal kurz romantisch. Spaziergang in der Stadt und Abendessen. Danke fürs Dabeisein mit diesem Roadtrip. Der nächste Halt ist Afrika. Kroche kommt reingeflogen. Ich hänge noch mit Andreas ab. Du bist nach Malaga ausgewandert. Willst du einmal kurz sagen, was du hier machst? Vielleicht sehr interessant für Leute, die mal hier sind. Ja, also ich bin damals mit dem Motorrad irgendwie von Berlin nach Spanien gefahren und habe dann entschieden, dass ich hier bleibe, weil ich es so schön finde. Und ja, ich arbeite hier als Coach und ja. Vielleicht, falls du den einen veranstaltet Events. Genau, dann verlinke ich es einfach. Wer mal in Malaga ist, Coaching braucht oder auf einem Event gehen will. Ich arbeite online. Und ich mache hier Events in Malaga. Perfekt. Und er macht Spaziergänge abends. Ja. So. Aber nur für ganz besondere Menschen. Ja, ja. Ciao, ciao. So, Freunde, jetzt also noch 4 Ladestopps gut in Malaga angekommen. Bei diesem Roadtrip hat sich mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, vollgeladen loszufahren, damit man eben nicht, wie ich, direkt nach dem Start zur ersten Ladestation muss. 2644 Kilometer ist der Roadtrip schon lang und richtig geil, dass Kojo wiederkommt und es bei der nächsten Etappe mit der Fähre nach Marokko geht. Bis dann, euer Alex.